Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Golf with Your Friends. Dabei sind wieder Krian, Stido und Tonic. Hallo. 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 Wie sind die Einstellungen, Mr. Stiedau? Vorwärts und Classic. Also alles klar. Jetzt kommt es also wirklich auf den Skill. Jetzt ist komplett normal, 12 Schläge, 2 Minuten und keine extra Einstellungen. Okay. Classic. Mal gucken, ob ich die ganzen Tricks hier noch drauf habe. Ich glaube ja nicht, aber mal schauen. Okay, das war mal nicht so gut. Sind Kollisionen an? Nein, Classic. Gibt's Oh, keinen. schade. Ah. Ja, guter Anfang. Klassische Bahn, die sind noch im Blut. Das ist eigentlich immer eine Eins gewesen. Wow. Eigentlich so die einfachste, um ein Hole in One zu machen, Ja. aber Und ich und trotzdem. Tonic sind nicht so gnade dafür. Ja, ich bin gerade irgendwie. Weiß auch nicht. Da hat man Die ist eine gute natürlich für. Runde und dann nie wieder. Die ist natürlich fürs Springen ganz einfach. Kann man springen? Ja, oder? Nee. Mal schauen. Verdammt. Ganz knapp vermasselt er. Verdammt. Alle drei aber, glaube ich. Es geht auch ohne Springen, hier ein Hole in One zu machen. Ja, mit dem Ding da. Den Bock. Ja, auch anders, über die Bande. Da knallst du volle Kante in einem bestimmten Winkel gegen die schräge Bande oben, dann fliegt der halt drei, viermal hin und her, dann geht er rein. Okay. Aber Das irgendwas ist schon wieder so stimmt. ein Teamplay. Ich und Krier machen die gleiche Punktzahl und Nils und Donnik die gleichen. Wenn du das weitermachen willst, brauchst du ein Hole in One. Jawohl, Hole in One. Na, Tonic, du auch? Ja, aber Angenommen. übel. Nach Nein, einem das Hole wird. in One bei meinem dritten Schuss. Hey, bist du. Ich frag diesen Computer nicht mehr. Dein Computer als Computer zu bezeichnen, ist aber auch noch nett. Schrottmühle. Könnte auch als Hamsterlaufrad bezeichnen, glaube ich. Reif für die Schrottpresse ist er. Verdammt. Wie war da noch mal das alles? Keine Ahnung, ich habe auch das seit Jahrhunderten nicht mehr gespielt. Einfach so ein bisschen probieren. Du kannst die Tricks doch eh nie, die habe ich euch ja zeigen müssen. Die hat es euch nicht, Komm. nie gemerkt. Trotzdem habe ich irgendwie komischerweise weniger Punkte. Diese Bahn hasse ich. Oh. Wie hab Hole in was? One! Das ist Hä? unnormal. Hey, Hole in One, so viel hatte ich noch nie, glaube ich, meine erste Karriere davor. Oh, Komm. Tonic. Ich bin hier am Verzweifeln. Der Stielauch haut wenigstens richtig daneben. Das ist nicht so knapp wie bei dir. Dann mach bitte noch ein paar Mal. Bin ich nicht mal letzter. Wow. Da hat er aber gerade. Bei mir leckt muss ja ein Ball mega rum mal wieder. Naja. Hin zurück, hin zurück. Dann mache ich einmal meine Cheats aus und dann bereue ich es direkt wieder. Warum haben wir immer Warte, wir 200 müssen neue Schläge Aufnahme machen. Punkte? Tonic hat so wieder runter. Das kann man doch irgendwie schaffen, ne? Verdammt. Ah, nicht Viel ganz. zu stark, krass. Ach. Viel zu stark geschlagen zuerst. Ein unnötiger Schlag war das. Hätten wir mit dem Hole in One machen können. Oh, wie ging der nochmal? Einfach mal ausprobiert. Nein, der hat mich jetzt wirklich runtergeschlossen. Oh, fuck. Verdammt, wo ging der denn hin? Wow. Okay, das klappt nicht mehr Nadig. anscheinend. Rein. Tonic wartet noch auf den richtigen Moment. Ich bin gerade nochmal am Überlegen, wie man das nochmal macht. Ja, früher gab es den Trick, dass du relativ scharf rechts gegenhämmern musst,
Dann ist er so oft abgeprallt, dass er dann ganz gemütlich Richtung Loch gekullert ist. Aber jetzt nicht mehr. Zumindest habe ich nicht hinbekommen. Schon immer nach der Runde. Gut, dann meinst du also. Wenn du sogar einen Tick kürzer auf die Runde gefahren wärst, wärst du runtergefallen. Dann hast du Schwein gehabt. Dann hätte ich davor nicht diese Tricks versucht. Ich habe schon den Ausflug auf die nächste Bahn gemacht. Ist hier wenigstens interessant. Oh, jetzt hänge ich hier fest, nein. Dann weißt du jetzt immerhin schon mal, wie die nächste Bahn geht. Ja, das habe ich. So, da kannst du auch ein Hole in One machen mit der nächsten Bahn. Ja, dann mach mal. Ja, Stilo ist irgendwo hingeportet und jetzt ist er da hinten auf einmal. Okay, warum ist da vorne das Teil so weit oben? Ja, ich wollte gerade sagen, liegt das nicht auf der falschen Seite? Oh mein Gott, das laggt da vorne wie die Pest. Jetzt hat jemand beschwert, dass sie zu schlecht war. Und zu schwer war, keine Ahnung. Ja, das Ding ist... Ist das jetzt überhaupt wirklich so in der Luft und macht nichts, oder? Du kannst, wenn es sich bei dir nicht bewegt, glaube ich, kannst du durchschießen. Ja, es bewegt sich, aber immer ruckartig. Ja, also ich kam durch. Also, mir war nichts im Weg. Und wir sind nicht voll flüssig. Das ist irgendwie komisch. Was ist das denn für eine Bahn inzwischen? Weiß auch nicht. Ja, genau. Ja, sag ich das, geht ein ganz einfaches Hole in One. Es war jetzt sogar noch einfacher, weil die zweite Ding ja anscheinend gar nicht richtig da war. Weil normalerweise musst du das perfekt abtimen, sonst wird das nichts. Komm schon! Oh, der könnte ihn hauen. Nein! Millimeter vorbeigerollt. Oh, der war nicht schlecht, dass ich da gesehen habe, was Eis gemacht hat. Glaube ich. Was war das jetzt? Was habe ich denn gemacht? Bei mir sah es so aus, als wärst du vorbeigerollt. Okay. Ja, bei mir, eure Bälle lenken schon mir mega rum. An der Performance liegt das. Vom Spiel. Irgendwie will es nicht so richtig, gell? Oh, der ist zu langsam. Der ist viel zu langsam. War Zeil früher schon da? Irgendwie neu vor. Die Bahn. Die war das früher, war früher schon da, ja. Forest wurde, glaube ich, nie geändert. Die Map gerade eben wurde ja geändert. Ich glaube eher, dass es einfach nur ein Bug war. Kann man nicht vorstellen, dass das gewollt war. Es sah auf jeden Fall nicht gewollt aus. Bei mir war sie ganz normal. Bei mir bist du gerade so leicht an der Wand entlang geslidet. Tonic. Also ich will heute irgendwie einfach nicht gewinnen, ich weiß auch nicht warum. Die erste Runde hast du, glaube ich, gewonnen, oder? Ja. Ich sammle einfach Schläge. Die erste hat er gewonnen. Ach komm. Schieb mich einer an. Ach. Ich sehe meinen Ball da nicht. Das war schön. Nacheinander. Zack, zack, zack. Ja, ihr macht erstmal. Muss überlegen, war das so? Ich glaube schon, dass das so war. Alle warten auf den Ball. Ja, aber wir drei wissen, wie der Schlag geht, dass du hier einen Albatros machst. Also, ich warte ganz bestimmt ab. Was? Ich hab doch. Mann, jetzt habe ich einen Schlag bekommen. Ja, ich habe einen Schlag bekommen, aber ich hab den komplett runtergezogen mit der Maus und trotzdem ist er geschlagen. Guten Tag, Herr Stielau. Hallo, Tonic hat's verkackt. Ich glaube, Tonic hat's gar nicht versucht. Nee. Mann, das war doch da dumm, ey. Jetzt kommt die Scheißmap. Die hasse ich. Nein. Der war close. Oh, fast hätte ich den Eis gemacht.
Ich hau einfach nicht stark genug drauf. Musst du mehr Spinat essen, Sonic? Nein! Ich esse eigentlich schon genug Spinat. Einfach mal Vollgas. Denk dran, dass es da einen Kommafehler gab beim Rechnen. Du brauchst also das Zehnfache. Um die entsprechende Menge an Eisen zu dir zu nehmen. Wen interessiert schon Eisen? Spinat schmeckt einfach gut. Ja. Doch. Kommt auf einmal was. Vor allem Spinattaschen sind göttlich. Die nächste hasse ich. Die wurde geändert. Ne, das ist die Holzbahn, oder? Die mit den Förderbändern wurde ein bisschen. Sind die Förderbänder schneller gemacht worden? Ich meine, die bei Blöcke da immer schon viereckig. Bei dieser Bahn früher immer ganz einfaches Hole in One, aber irgendwann dann nicht mehr. Seitdem kriege ich kein Hole in One mehr auf dieser Bahn. Hole in One. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ah, nein. Oh. Tonic auch. Nein! So ungefähr. Nein! Rio, du stehst aber sehr schön da. Die 3, ach man. Lol, bei mir hat der Baumstamm dich weggeschleudert. Ich musste warten, bis er genau vorbei ist, damit es ihm nicht passiert. Okay, also früher war das so. Ja, aber du musst bedenken, die Geschwindigkeit der Förderbänder wurde geändert. Ja, ich mir schon. Schneller oder was? Ja. Wenn die jetzt schneller sind, muss ich in der Theorie weiter. Muss ich langsamer schlagen, oder? Das geht's doch nicht. Ich hab keine Ahnung. Das ist doch zum Beispiel. Das ist mir zu viel gerechnet, ehrlich gesagt. So, den nehmen wir auch von da hinten. Na. Mit. Komm im Anlauf. Jawohl. Das ist ja mein Lieblingsplatz hier. Das hätte auch besser sein. Okay. 5 Punkte Vorsprung. Das sieht gut aus. Schön, wie man die Säge hört. Im Sägewerk, Bad Sägeberg. Bad Sägeberg. Nein! Das Mann! Jetzt, ich kann die Sieg mehr einholen, nein! Das war so knapp! Oh verdammt, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Danke! Hä? Bei mir haben die Baumschirme nicht mitgenommen. Bei mir hat er mich gerade abgebremst, ich bin da im richtigen Moment angekommen. Ein Tick früher, nein, mit einem Punkt! Oh. Antoni kommt noch, vielleicht kann er noch neue Rekorde einstellen. Der war haarscharf. Ich hab sogar das Parken. War noch gemutet, okay. Wäre doch jetzt schön gewesen, dann noch mit einem Schlag rein. Ja, er war haarscharf. Oh, ein paar hab ich bekommen. Ich auch. Okay, Kian wurde erster mal wieder. Ist ein bisschen wie der FC Bayern hier. Dann wurde ich zweiter. Genau, dritter. Und den letzten nennen wir ja nicht, das ist ja. Ja, mich aber ja schon, wenn ich 100 Punkte habe. Na, wenn du 100 Punkte hast, dann ist es ja ein besonderes Ereignis, dann müssen wir ja schon deine Punktzahl nochmal nennen. Ja, aber so beschissen ist man selten. Eine besondere Leistung. Ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Tschüss.